Willkommen zu meinem Let's Play von Baldur's Gate 1. Mein Ziel ist es, Baldur's Gate 1 durchzuspielen, danach das Addon, dann Baldur's Gate 2 und danach das Addon von Baldur's Gate 2. Aber erstmal stellen wir unseren Charakter. Geschlecht männlich. Als Porträt nehmen wir ihn hier. Denn leider sind viele von den anderen Porträts, okay, die würde ich eh nicht nehmen, aber einige von den Porträts werden halt von NPCs schon beansprucht, deswegen sollte man die nicht unbedingt nehmen. Das heißt, eine allzu große Auswahl hat man ihn und er hier sieht mir einfach zu doof aus. Also es ist er hier. Rasse kommt für mich nur Mensch in Frage. Elf und Halbelf sind viel zu schmächtig, Gnomen, Halbling und Zwerg sind einfach zu klein. Also es ist bei mir primär eine optische Sache. Die anderen Rassen haben zwar teilweise recht gute Vorteile, zum Beispiel der Elf mit seiner Magie und Schlafresistenz oder der Zwerg mit seiner erhöhten Konstitution, aber ich bleib beim Menschen. Außerdem kann nur der Mensch die Klasse spielen, die ich spielen möchte, nämlich den Paladin. Den Paladin habe ich gewählt zum einen, weil er für den Hauptschaden eine recht gute Klasse ist, weil er nicht so oft stirbt und der Hauptschar darf ja nicht sterben, dann ist das Spiel gleich vorbei, im Gegensatz zu den NPCs, die wiederbelebt werden können. Und zum anderen ist die aus ihm resultierende Gesinnung für ein Let's Play recht förderlich. Also Paladine können ja nur rechtschaffen gut sein, das heißt, sie helfen aus Herzensgüte anderen Menschen. Und so kann man, ohne groß nachzudenken, jede Quest annehmen und muss erstmal überlegen, würde mein Charakter die Quest überhaupt annehmen oder nicht. Also meine andere Idee wäre gewesen, einen neutral bösen Kleriker zu spielen. Und der würde jetzt nicht zum Beispiel einem Kleinkind helfen, der sein Lolli verloren hat zum Beispiel. Der Paladin macht das auf jeden Fall. Dem ist das Wayne. So, ist jetzt vielleicht ein bisschen vereinfacht dargestellt, aber ich denke, ein Paladin ist eine gute Wahl. Gehen wir auf fertig. Gesinnung ist wie gesagt nur rechtschaffend gut möglich. In der zweiten Edition von AD&D ist das halt alles noch ein bisschen strikt, was die Klassen- und Rassenwahl angeht. Zum Beispiel gibt es auch keine Elfenbarden und keine Elfenpaladine, was alles nicht besonders viel Sinn macht, aber naja. So, Attribute. Da werde ich jetzt kurz pausieren, denn ich will für meinen Hauptcharakter natürlich extrem gute Werte haben, zumal ich den ja auch in das Addon, den zweiten Teil und so weiter importieren will. Also, obwohl, das sieht doch schon mal nicht schlecht aus. Schieben wir das mal runter. Das ist doch okay. Also Charisma kann nicht unter 17 kommen, bei Weisheit nicht unter 13. Konstitution und Geschicklichkeit sind wichtig, damit man im Nahkampf überhaupt bestehen kann. Und Stärke zum Treffen. 15 ist da eigentlich nicht so toll. Normalerweise geht man auf 18, aber es gibt im Spiel ja auch Gegenstände, die das auf 18 setzen. Wie zum Beispiel die Ogerhandschuhe oder so. Also bin ich versucht, diese Stats einfach zu nehmen, ohne großartig neu zu würfeln. Ja, machen wir es einfach mal. Fähigkeiten. Ja, großes Schwert ist für uns das Wichtigste. Das sind nämlich Zweihänder, Langschwerter und Bastardschwerter in einem. Also ziemlich das Einzige, was er benutzen wird. Und dann nehmen wir noch stumpfe Waffen. Weil ein Paladin mit einem Bogen, das wäre die sinnvollere Alternative eigentlich, passt für mich irgendwie nicht. Zumal im zweiten Teil, den Kit, den ich benutzen möchte, ist auch ein Paladin, der keine Fernkampfwaffen benutzen darf. Und so ist das dann stimmiger. Aussehen passt zum Porträt, aber die Farbe werde ich ändern. Und zwar in Schwarz. Auch wenn Schwarz nicht unbedingt so zum typischen Paladin passt, ich finde, es sieht einfach am besten aus. Denn alternativ dazu, dass Weiß oder Silber ist, nee. So. Die Stimme. Ich fühle die. Ich muss mich bald ausruhen. Ihr werdet alles. So soll es sein. Ich sollte meinen Augen eine Pause gönnen. Ja, die klingt gut. Die anderen beiden waren ein bisschen albern. Kann ich einmal noch kurz abspielen? Aus. Ihr werdet sterben. Hier regiere ich. Ich bin so. Ich verplempere hier wertvolle Zeit. Und der ist der Hammer. Jetzt gibt's gleich Mächtschäse vorüber. Ja, nee, sowas könnte ich auf keinen Fall spielen. So, also nehmen wir Mann 1. Name Gerugon. Einverstanden. Oh.
Nein, kannst du nicht. Ich werde der Letzte sein. Und du wirst als Erster sterben. Da sind noch andere. Ich kann sie euch zeigen. Bitte, bitte. Klippen oberhalb der Schwertküste ragt die Zitadelle von Kerzenburg empor. In ihr befindet sich die beste und umfangreichste Sammlung an Schriftstücken auf ganz Ferun. Sie ist eine beeindruckende Festung, in der strengen Isolation der Intrigen verborgen, die gelegentlich die übrigen vergessenen Reiche quälen. Sie ist abgelegen, in hohem Maße reglementiert und sie ist Heimat. Innerhalb dieser geheiligten Hallen des Wissens beginnt ihre Geschichte. Sie haben die meisten ihrer 20 Lebensjahre innerhalb der schmucklosen Mauern und unter den Lehren des weisen Gorion verbracht. Stellvertretend für ihren Vater hat er sie aufgezogen. Mit 1000 Geschichten von Helden und Monstern, Liebenden und Ungläubigen, Schlachten und Tragödien. Jedoch eines blieb immer ungesagt, die Geschichte ihres wahren Erbes. Ihnen wurde erzählt, dass sie ein Orphan sind. Aber ihre Vergangenheit ist im Großen und Ganzen unbekannt. Kürzlich hat sich Gorion ihnen gegenüber so abweisend verhalten, als ob er irgendetwas Schweres auf dem Herzen hätte. Sie haben so vorsichtig wie möglich nach seinen Sorgen gefragt, aber leider vergeblich. Ihr einziger Trost ist die Gewissheit, dass er ein weiser Mann ist. Und sie wissen, dass er sich ihnen offenbaren wird, wenn die Zeit reif ist. Nichtsdestoweniger ist sein Schweigen beunruhigend und sie können nicht helfen. Aber sie fühlen, dass etwas Schreckliches vorgeht. Heute scheint Gorion besorgter denn je zu sein. Und nun hat er entgegen seiner Gepflogenheiten mitten am Tag eure Arbeit unterbrochen. Er hat euch rasch befohlen, euch reisefertig zu machen und euch alles Gold gegeben, das er entbehren kann. Doch ihr wisst immer noch nicht, warum. Und jetzt steht ihr vor dem Wirtshaus von Kerzenburg und seid bereit, Vorräte für diese ungeplante und unerwartete Reise zu kaufen.